Frohe Weihnachten! Dankeschön, willkommen zu unserem Geschenke-Unboxing. Genau. Ja, also hier haben wir den Stapel, also das rote hauptsächlich ist von mir und dieser Stapel ist von deinem Vater. Und da ist ein Geschenk für mich. Es sieht echt klein aus. Das machen wir jetzt zum Schluss, ja? Heute geht es um dich und wir zeigen jetzt, was du zu Weihnachten geschenkt bekommen hast. Das ist eine Box. Ich dachte, das wäre ein Buch. Ja, du musst aufpassen. Da ist... Aber da sind ein paar interessante Sachen drin. Was ist das? Eine... Was ist das? Ist das eine Bankkarte? Könnte sein. Aber es ist eigentlich noch cooler, weil es ist nicht nur eine Bankkarte, sondern es ist eine Kreditkarte. Wie geil! Du hast deine erste Kreditkarte und das muss ich dir später genauer erklären. Das geht mit so einer App, da kannst du sogar so Sparziele festlegen und so. Okay. Ja, und dein Taschengeld kriegst du da jetzt immer drauf und da hast du auch für den nächsten Monat schon dein Taschengeld drauf. Okay. Kannst du jetzt damit einkaufen, überall. Wow. Boah, das wollte ich mir eigentlich selbst neu kaufen, weil ich das so cool fand. Ja, ich weiß, du liebst es und dann dachte ich, ah, dann schenke ich dir es mal. Die sind so groß. Ja, das sind besonders große. Wow. Wollte ich mal ausprobieren, ob dir die gefallen. Was ist das? Das ist eine Maske, soweit ich weiß. Ja, Peel-Off-Maske. Genau, Peel-Off. Die ist cool. Die hat auch so einen Verschluss hier. Ja. Was ist das? Ist auch eine Maske, aber eine Thermomaske. Oha. Ein bisschen speziell. Wie süß. Ja, ich dachte auch, das liebst du bestimmt. Und noch so Eye-Patch? Ja, Eye-Mask. Genau, Eye-Mask. Dankeschön. So, dann kannst du jetzt entscheiden, wo du das nächste Geschenk hier an. Okay, dann zeig mal. Kleines. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Das sind diese Muschelketten und Armbänder. Ja. Die hattest du dir gewünscht. Ja. Sehr schön. So, geht's weiter? Wir sind noch eins. Ja. Ich mach erstmal den Stapel. Ach, so. Weil deine sind größer, deswegen fange ich erst mit den kleinen Sachen okay. an. Okay. Hast du schon eine Idee? Nee, ich weiß nicht mehr, was. Eine Handyhülle, glaube ich, oder? Von der Größe her. Ja, oder? Ja, das ist die Handyhülle, die ich wollte. Ja, das ist. Ist das so eine graue oder was ist das für eine Handyhülle? Die ist, glaube ich, weiß, aber. Haben wir einen Weihnachtsgast? Wie kriege ich die auf? Die ist halt so Fullcover-mäßig. In so einem Beige-Weiß. Ja. Und auch Schutz für die Kameras. Ja, die ist sehr toll. Ist da runtergefallen? So, ach, so eine Zettel. Anleitung. Nee, einfach nur so ein Danke-Zettel. Ah, okay. Eine Anleitung. Dann. Ein weiteres Geschenk von deinem Vater. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, weil da habe ich jetzt echt keine Idee. Du hattest ja einige Sachen gewünscht. Ah, ich glaube, das könnte dieser Full-Buddy sein. Das meinst Link. Du? Ich schau. Aber das Material fühlt sich sehr schön an. Ah nee, das ist ein Oberteil. Welches? Ich weiß gar nicht, ob ich das auf meiner Liste hatte, aber es fühlt sich sehr schön an. Zeig mal. Es hat so ein leicht geriffeltes Muster. Ja, zeig mal den Stoff. Ja. Das ist sehr schön. Hattest du dir das gewünscht? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall toll. Hier sind übrigens Plätzchen selbstgebackene. Oh. Sind auch alle sehr schön eingepackt. Ja. Was ist das?
Das ist dieser Sternlichtprojektor. Ja, da kannst du heute Nacht gut schlafen. Boah, sehr toll. Ja, den hast du dir, glaube ich, jetzt echt lang gewünscht. Ja. Sehr schön. Ja, das ist so toll. Super. Dann noch. Das passt. Ja, das hört man ja fast schon. Kann ich mir denken. Das ist auch so ein Trend zur Zeit, oder? Was wir da jetzt auspacken. Oder bist du einfach selbst auf die Idee gekommen? Beides. Pass auf nicht, dass es rausfällt. Kann da was rausfallen? Ich weiß es nicht, aber... Ah! Wow! Die sind toll. Ja, das ist so ein Perlenset zum selbst Armbändchen und Ketten zu basteln. Ja. Ja, das machst du zurzeit ganz gerne wieder. Ja. Okay, da haben wir noch Post, aber Post lesen wir später. Ja. So, dann geht's jetzt in meine Geschenke. Er freut sich wieder über das Geschenkpapier. Ja, ja. Die große Liebe. Oh, was ist das? Ja, umdrehen, dann kannst du gleich besser. Das sind diese Erbdinger. Ja, du musst mal von vorne zeigen. Oh. Genau, das sind die für Air Up. 16 verschiedene Flavors. Ich muss mir die kurz angucken. Ich musste jetzt last minute was entscheiden, was ich bestelle, weil sonst wäre es nicht mehr angekommen. Ich denke, mit 16 verschiedenen kann man nichts falsch machen. Nächstes Geschenk. Das ist diese Leggings und die Handschuhe. Genau, von Temu. Ich habe zum ersten Mal Temu ausprobiert. Und die Handschuhe und die Leggings, die habe ich unterschiedlich bestellt, aber die sehen so vom Design her ähnlich, weil die zwei Lederapplikationen haben. Nee, zeig mal richtig, weil die Hose ist schon speziell. Da habe ich nämlich eine schön besondere ausgesucht. Die ist von innen so gefüttert. Genau, die hat so ein schönes Futter. Ja. Ja, und die Handschuhe sind auch sehr praktisch, weil man damit auch zum Beispiel das Handy bedienen kann. Da muss man nicht immer die Handschuhe ausziehen, sondern mit den Handschuhen kann man auf das Display drauf tippen. Ja. Kannst du so Partnerlook quasi machen. Die Handschuhe anziehen mit den Leggings, das sieht dann bestimmt schick aus. Ja. So, ja, das war mein erster Versuch bei Temu. Und dann bin ich drauf gekommen. Was ist das denn? Was ist das? Das sind diese Mini-Axologen. Ja, du musst die mal öffnen und rausholen. Oh, das ist so süß. Ja, da sind 6 Stück, glaube ich, drin, oder? Ja, die sind hier vorne so drin. Und das Teil kann man eigentlich wie ein Kissen benutzen. Wenn man mal was knuddeln möchte, holt man die raus. Ja, die sind toll. Ich fand die cool. Sind auch sehr cool. Okay, jetzt ein größeres Geschenk, was wir aber schon benutzt haben tatsächlich. Ja, es ist ein Tablet für die Schule. Ja, mach mal auf. Das ist ein iPad. Das haben wir vor 2 Monaten, glaube ich, schon gekauft, weil du es für die Schule gebraucht hast. Aber es war eigentlich ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Aber ich habe dir erlaubt, es schon früher zu nutzen. Ja. Und damit bist du ja auch sehr glücklich schon. Sehr. Ja. So, letztes Geschenk. Alles schwer. Ja, da habe ich mir auch so Gedanken gemacht, dass dir das gefallen könnte. Ja. Weil wir waren ja in Albanien im Urlaub. Und da warst du so begeistert, weil da gab es das nämlich auch. Ein Föhn! Ein Föhn, ja. Du warst ja so begeistert, weil in Albanien gab es einen Föhn im Hotel. Oh mein Gott. Ja, nur weil ich nie einen Föhn hatte. Ja, jetzt hast du einen. Ja, der ist toll. Schön, gell? Der hat auch ein schönes, modernes Design, finde ich. Ja. Ich dachte, das gefällt dir bestimmt. Ja. So, jetzt wünschen wir dann den Zuschauern noch schöne Weihnachten und wir hoffen, dass die auch schöne Geschenke bekommen haben. Ja. Tschüss! Tschüss.